Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind jetzt hier in der Garnison angekommen. Eigentlich immer noch auf der Suche nach Jennifer. Haben jetzt allerdings den Auftrag bekommen, uns mit dem Greif anzulegen. Und ja, bevor wir das aber tun, brauchen wir noch ein bisschen was. Okay, hier sind auch noch ein paar Sachen, die wir mal mitnehmen könnten. Wird auf jeden Fall sicherlich nicht schaden. Einfach mal so ein bisschen Grünkraut. Immer gut. So. Huch. Haben wir jetzt gerade die Tür im Kopf verloren? Ich glaube schon. Da hat er Hoch gemacht. So, Plötze ist da. Ist das weit? 300, knapp 400 Meter. Plötze. Lass uns mal ein bisschen plotzen. Oh Gott. Jetzt müssen wir da auch noch genau in die Richtung. Nicht dein Ernst. Och Gottchen. Haben wir noch vorhin schon nicht platt gekriegt. Wollen wir es nochmal probieren? Ich würde sagen, ja. So, komm. Einmal das mitnehmen. Einmal Schutzschild auswählen. Puh. Gut durchatmen. Vielleicht nochmal den Speicherharnes machen. Einfach mal aus Prinzip. Gibt es eigentlich einen Schnellspeicherknopf? Das würde ich jetzt mal ausprobieren. Ja, gibt es. Gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Was hat er denn jetzt? Sehe ihn nicht mehr. Verdammt. Ich bin aus den Augen verloren. Scheiße. Da. Dahinter ist er, ne? Ja. Da ist er. Oh, vielleicht sollte ich mal echt die Steuerung nochmal umstellen. Tief durchatmen. Kurz nachdenken. Irgendwas, was man bedenken musste? Ne, eigentlich nicht. Wir wollen zaubern. Und dann wollen wir weitermachen. So. Was ist er denn? Da. Es ist ja nicht nur einer. Gott, das war jetzt ein bisschen dumm. Ich geb's zu. Nee. Und so viel möchte ich nicht. Komm her. Nein. Immer noch zu viele. Dem aber. Will er jetzt nicht, oder was? Will er mich jetzt veräppeln? Oh Gott. Nee. Ich würde sagen, die sind uns echt noch über. Ja, nicht mal einmal getroffen gerade. Dass auch zu viele sind. Einen. Das wäre ja noch okay. Warum so viele? Na? Einer. Au. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt das gecheckt. Viel zu wenig regeneriert. Na, Freund der Sonne. Okay, das hat ihn jetzt weniger gejuckt. Müssen nochmal einen Abelsaft trinken. Nee. Ich glaube nicht, dass wir die schon kriegen. Vielleicht mit der Falle. Auch nicht. Hat er einmal zugehauen. So, können wir so laden? Nee? Laden geht so nicht. Gucken wir mal, ob das der Schnellspielstand ist. Also das Schnellladen. Okay, vielleicht sollte man wirklich nochmal ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Wir sind ja jetzt auch schon so weit geschickt worden. Das ist irgendwie fies. Man hätte sich echt noch viel länger da in dem Dorf aufhalten sollen. Ich meine, wir haben ja jederzeit die Möglichkeit, zurückzugehen. Ja, das kennen wir doch schon alles. Ist dann das Dorf? Klagebrücke? Ist das das Dorf? Das müsste es sein, ja? Weißgarten, genau. Gehen wir nämlich mal
Hier ist ja auch noch was. Nicht erkundeter Ort. Zerstörtes Dorf. Ich glaube, wir gehen jetzt da nochmal eben hin. Hm? Wie? Ach so. Wir sind jetzt einfach so eine Pampa. Oder wie? Ach so. Wir müssen da. Das heißt, wir. Ah, damit kommen wir sogar zurück. Das ist doch schon mal gut. Ja, dann brauche ich doch gar nicht so eine Panik machen hier. Können wir nämlich hier einfach so weit wie möglich einfach versuchen durchzufetzen. Was? So ist gut. Was denn? Hey, hilf einem anderen Reisenden. Nachdem wir dich geplündert haben, falls hier was ist, gerne. Ne? Nichts zum Plündern. Schade. Aber er will irgendwas von uns. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nur davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexakodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Ja, das machen wir. Gut, aber ich erst gehe. Später. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Ich weiß ja schon, mit was für Viechern er sich da angelegt hat. Wir haben sie ja jetzt auch schon kennengelernt. Und da muss ich sagen, aktuell nein. Schlechte Idee. Guti, guti, guti. Also erstmal weiter. Weiter, 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 weiter. Oh, was ist denn hier? Nicht so schnell, Plätze. Kommt mir jetzt gerade ein bisschen Spanisch. Ups, Spanisch vor. Erstmal Blumen sammeln. Blumen sammeln ist immer toll. Einfach mal mitnehmen den Shit. Dann wollen wir mal gucken, was ist denn das hier? Einfach nur so Optik. Oh, nein. Ist was? Und ein Pulver, immerhin. Und ein Ziegenfell. Siehst du mal. Was haben wir hier? Baumwolle. Das ist schon geil. Komm mal ran. Kann loszulaufen. Ja, blöder Gaul. Schon. So. Und los geht's. Oh, war lang. Jetzt glatt rechts rum. Ah. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier sind eine Menge Kräuters. Irgendwie habe ich Lust, dir das alles zu klauen. Zack, zack, zack. Her damit. Einfach hämmern den Knopf. Her damit. Doch eh nichts mit, die alte. So bestimmt so eine alte Kräuterhexe. Hässliche Kräuterhexe. Eieiei, hier ist eine ganze Menge. Lohnt sich das ja richtig? Das auch noch. Uiuiui. So kann man auch relativ schnell an Krams rankommen. Da. Ja. Uiuiuiui. Richtiges Schlaraffenland hier. Muss man ja mal sagen. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt reicht's aber auch.
Ja, zu Reich, das... Okay, noch nicht ganz. Da sind ja auch noch Sachen. Das muss alles mitgenommen werden. Plötzlich wollen wir nicht anstecken. War so ein bisschen schwierig. So. Haben wir gut aufgeräumt. Hallo. Störig? Oh. Gar nicht. Gib mir den. Und wegen hässlich. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Okay. Interessant. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Wie könnte man ihr denn helfen? Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Tja. Ich glaube eher, das trifft's. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Ja? Hat sie denn noch irgendwas Interessantes? Was hat sie denn so im Hast Angebot? Du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Okay, also bei ihr könnte man wirklich den ganzen Kram mal verticken. Wenn man denn wolle. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Was haben wir da Neues? Ziegenfell. Was hat sie denn da so Feines? Was ist denn das? Verbesserung wird in freier Fassung eines Ausrüstungsgegenstandes platziert, um dessen Eigenschaft zu verbessern. Quellenzeichen Intensität. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall Alkoholherstellung. Teuer, teuer. Nochmal Alkoholherstellung. Interessant. Weiße Möwe. Zwergenschnaps. Interessant, interessant. Aha, was ist denn das? Die Sachen sind teuer. Die lässt sie sich gut bezahlen. Wolfsleber. Die ist teuer. Mann, das ist alles so teuer hier, das Zeug. Von ihr. Krass, krass, krass. Na gut, dann lassen wir es erstmal dabei. Kennst du Claire? Hast du mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin.
Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Aha. Das ist aber schön, dass ihr uns sogar noch was in die Hand drückt. Das ist ja geil. Nur weil wir nochmal nachgehakt haben. So, und wir könnten... erstmal, was macht sie da? Zweitens, was... Ich wollte ihr doch gerade was geben. Der geht's ja wieder gut. Jetzt legt sie sich wieder hin und ist wieder tot, oder was? Ja. Ja? Na gut. Machen wir erstmal hier jetzt. Okay, also wenn wir jetzt das Kreuzdorn rausholen, dann müssen wir uns direkt schon auf den Kampf vorbereiten. Das wollen wir also noch nicht. Was ich jetzt eigentlich ganz gerne möchte, ist jetzt mal gucken, ob wir jetzt irgendwas... Hallo? Ja, wir sind ja einmal gestorben. Irgendwas... Weißer Honig. Eigene Vergiftung sowie Effekte anderer Tränke aufheben. Zerstört Monsternester. Aha. Immer noch nichts so Dolles. Vor allen Dingen haben wir jetzt immer noch nicht wirklich viel Erfahrung rausholen können. Na gut, jetzt werden wir erstmal uns um den Jäger kümmern. Beruhig dich, mein Freund, beruhig dich. Nicht so schnell, Plätze. Egal, gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt hinführt. Daher werden wir jetzt einfach mal Gas geben. Und dem Kram mal folgen. Da drüben. Ich hab gebogen. Bella und Joe. Hallo? Spring! Nee. Meh. Blödes Pferd, blödes. Was hat ohne das Pferd? Hier ist der Jäger. Können wir den noch was stibitzen? Ich glaube nicht. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Können wir den finden? Verschlossen. Okay, das sollten wir vielleicht nicht tun. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Das ist doch schon mal hilfreich. Da geht's lang. Das ist ja echt crazy. Und hier mit den Sounds dazu. Da ist er doch. Da ist er. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ah ja. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Tja, er weiß es anscheinend. Naja. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Ich zeig's Na, dir. Na, kommen sicher. Die Wuffis? Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Ja, gut. Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen.
Na, ich denke mal, wohl da werden wir wohl eher das Stahlschwert nehmen, oder nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Okay, sind diese Hunde schon länger ein Problem? Leise sein? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen zu spät. Noch ein Angriff. Na? Ich wäre jetzt mal gespannt. Ah, klar, sag ich doch Stahl. Wow. Wow. Tun ja ganz schön weh. Aha. Komm. Gibt's aber nicht. Was fressen hier? Hundeteig. Fleisch. Fleisch. Und noch mehr Fleisch. Oh. Was ist denn hier passiert? Schon wieder einer erwischt worden. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Der arme Dieter. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Tja. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Tja, arme Dieter. Der Greif. Oh, wir haben Fähigkeitenpunkt erhalten. Oh, nicht viel. Bevor wir jetzt zum Greif kommen. Endlich können wir jetzt mal was tun hier. Wir haben jetzt mal einen Fähigkeitenpunkt. Und den können wir jetzt irgendwie einsetzen, ja? Genau. Diesen Fähigkeitenpunkt können wir einsetzen. Das habe ich jetzt schon verstanden. Welchen Fähigkeitenbaum und dann die Fähigkeit auswählen. So, was haben wir denn hier? Kampf, Zeichen, Alchemie, allgemein, Mutagene, keine Ahnung. Was ist denn... Allgemein, Sonne und Sterne, eigene Regeneration, maximale Vitalität, Ah, ist eine gute Frage. Also Vitalität wäre natürlich schon mal eigentlich eine gute Sache. Was haben wir hier? Ha. Schnelle Nahkampfangriffe werden mit einem der Schwerter ausgeführt. Was ist denn das für ein Scheiß? Achso, das sind die Standardsachen. Hier geht's los. Schnellen Schadensangrifferhöhung. Schaden bei starken Angriffen. Parieren Pfeile abgelenkt. Armbrust, ne? Adrenalinverlust. Puh, ja, gute Frage. Was hätten wir hier? Da könnten wir das alles ein bisschen verstärken. Können wir anscheinend... Ne, das interessiert mich jetzt nicht. Ich würde sagen, als allererstes machen wir wirklich das mit der HP hier. Das hier. Und danach machen wir das. So. Geht nicht?
Okay. Ja, möchte ich. Ja. Freien Fähigkeitenplatz. Ist ja kein Problem. So. Und wir haben ja, wenn ich das richtig sehe, hier so oder so schon welche, ja? Aber nee. Haben wir nicht. Also haben wir jetzt zwei Slots für eine Fähigkeit. Sehe ich das richtig? Ist ja auch irgendwie komisch. Komisch geregelt. Mutagen. Ja, haben wir ja nicht mal. Gut. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Na. Im Moment hört man das aber schon. Können wir den dann nochmal anquatschen hier? Kann ich noch irgendwas zu sagen? Der macht aber ganz schönes Tempo hier. Nicht hinterher so. Okay, doch. Ich wollte ihn eigentlich nur mal eben anquatschen. Vielleicht hat er noch was zu sagen, aber wir hatten ihn schon angequatscht. Oh. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich halte mich da raus. Möchte jetzt noch keine Partei ergreifen. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Jo. So, wir sollen jetzt hier untersuchen. Da haben wir doch aber so schon was. Die haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Da wird er wahrscheinlich dasselbe sagen. Ein Lager? Was zu entdecken hier? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Was ist hier los? Ach so, krass. Man kann die Sachen erhorchen. Krasser Typ. Krass, krass, krass. Wo meinte er dann was mit dem Baumstumpf hier? Da ist einfach noch nichts. Irgendwas soll doch hier sein. Sehe jetzt aber nichts. Diese Spuren sind älter. Und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Okay. Den sollen wir jetzt folgen. Ah, okay. Hier hätte man jetzt schnell reisen können. Ich verstehe. Interessant. Leinen. Oh. Geld- und Reparaturset. Das ist ja nett. Okay, irgendwo hierher sind die gekommen. Was haben die hier gemacht? Da oben? Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Was haben die gemacht? Die bösen Männers. Oh. Fette Blume. Der Wolfsbann. Aua. Sehe ich sie jetzt nicht mehr? Da. Und dann sind sie weg. Hä? Müssten sie doch eigentlich da oben drauf sein. Jetzt blöd. Kommt schon. Ich werde mich hier auch nicht rüberlassen. Wie hier so vielleicht? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Ah.
da. Oh, was ist denn das? Aua. Aua. Erstmal schützen. Blöden Bienenblöden. Weh. Das nicht aufheben? Anscheinend nicht. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Was ist denn hier passiert? Das finde ich jetzt merkwürdig. Na, untersuch das mal. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Was ist da? Okay, das ist irgendwas anderes. Was zur Hölle ist hier passiert? Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Deswegen wahrscheinlich durchdrehen. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Tiefe Schnitte am ganzen Körper, kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Tja, aber das Männchen haben sie wohl nicht erwischt. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Tja, und dann einfach die Reste mitzunehmen, was man so findet. Unterschätze niemals deinen Gegner. Die Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Ja, bla bla bla, Tränke, Öle brauen, Handwerker aufsuchen, ehe man sich in den Kampf stürzt. Rüstung, Nebenquest, Erfahrung. Ja, das habe ich ja eben schon festgestellt. Also einfach so da reinstürzen sollte man definitiv nicht. Das können nur Menschen getan haben. Und hier einfach so ein Greifennest verbrannt. Ist doch noch irgendwas? Nicht? Traurig, traurig. Was ist mit dir? Oh. Oh. Da haben wir auch noch was, was interessant ist. Das müssen wir gleich nochmal untersuchen, wa? So, Inventar. Wir haben das neue Buch gefunden. Wo ist das Buch? Wo ist denn das? Das hier? Nein. Wieso ist das denn nicht hier? Da. Was ist denn das? Gute Frage. Ist hier irgendwas von Greif? Nö. So spontan nicht. Nun gut. Nichtsdestotrotz. Wir haben ein schönes Schwert gefunden. Oder auch nicht. Tja. Das ist nicht so schön. Da ist unseres besser. Siehst du mal. So, Bestiarium. Hunde. Uninteressant. Komm zu. Hybriden. Greifen. Nekrophagen. Ghule. Nekrophagenöl. Okay, gut zu wissen. Greifen, Hybridenöl, ARD, Art, oder wie das heißt? Kartätsche, eine Bombe, Hybridenöl, ha, ich kann auch bestimmt noch nichts herstellen. Vielleicht sollte man echt mal das hier machen. Nekrophagenöl, Geisteröl, haha, können das noch nicht mal. Das ist ja interessant. Karatsche können wir auch nicht, weil Alchemiezutat fehlt. Okay. Ach, hier, das sind Mutagene.
Interessant. Was braucht man dafür? Mutagene. Interessant. Gut, das heißt, wir müssen erstmal überhaupt irgendwie an so ein Hybridenöl kommen. Was schon nicht so einfach ist. Was macht denn da die komischen Geräusche? Magie, ein Ort der Macht. Was ist das? Tja. Ich würde sagen, das werden wir aber erst in der nächsten Folge rausfinden. Das gucken wir uns dann mal ein bisschen genauer an. Ja, Greifennest gefunden, Dieter gefunden. Das war doch eine Menge. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf bald!